Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute in dem Video möchte ich euch zeigen, wie man Insektendreck vom Auto abbekommt. Ich werde euch das gleich zeigen, wie mein Auto aussieht. Ich war einmal in der Waschanlage drin und ja, wie es so ist, meistens im Sommer dann immer, die Insekten werden nicht mit abgewaschen, auch mit einer etwas besseren Wäsche nicht. Das war jetzt nicht nur die Basiswäsche, da würde es mich nicht wundern. Fakt ist, dass es immer sehr schwierig ist, gerade hier im Frontbereich und auch an den Spiegeln die Insekten zu entfernen. Und ich möchte euch jetzt in dem Video zeigen, wie das wirklich mühelos und einfach geht. So, und hier könnt ihr sehen, trotz Wagenwäsche sind überall noch Insektenreste, Fliegenreste etc., auch andere Rückstände auf dem Fahrzeug noch verblieben, die jetzt mit der Wagenwäsche nicht abgegangen sind. Nun gibt es so einen Fliegenschwamm, womit man das entfernen könnte. Das möchte ich allerdings nicht für den Lack nehmen. Die sind auch dafür eigentlich nicht gedacht, sondern mehr für die Verglasung, da der Lack sonst zerkratzt. Aber ich möchte euch den Trick zeigen, wie man jetzt die Fliegenreste oder Insektenreste hier vom Lack auch ganz einfach mühelos runterbekommt. Und zwar werde ich dazu jetzt hier ein nasses Bettlaken auf das Fahrzeug drauflegen, in dem Bereich, wo der ganze Fliegendreck sich ja noch abgelegt hat oder festgebrannt ist. Ein kleiner Tipp natürlich auch, lasst es am besten immer erst gar nicht so weit kommen, dass diese Insektenleichen sich ins Fahrzeug einbrennen, sondern entfernt sie am besten regelmäßig, dann braucht ihr dieses Prozedere hier auch gar nicht machen. Und ich lege das jetzt hier richtig schön drum, packe das auch so ein bisschen fest in dem Bereich, dass sich das wirklich einmal schön umlegt überall. Und jetzt müssen wir das nur noch für 1 bis 2 Stunden einwirken lassen. Das Beste ist natürlich, das Fahrzeug steht jetzt nicht in der Sonne, weil dann würde das Bettlaken ziemlich schnell wieder austrocknen. Von daher stellt das Fahrzeug im Schatten oder noch besser in der Garage, dass das Tuch jetzt auch längere Zeit feucht bleibt. Und so diese Insekten, die eingebrannten, richtig schön aufweichen können. So, nach knappen 2 Stunden Einwirkzeit nehme ich jetzt das Bettlaken runter. Und jetzt sollte das alles soweit aufgeweicht sein. Ich nehme jetzt einfach ein Leder, weil das Fahrzeug ja auch noch nass ist, und wische es damit mal ab. Und kann schon sehen, da wo die Insekten waren, kann ich wirklich ganz leicht mit dem Tuch rüberwischen und kann es entfernen. Ich zeige euch das gleich mal aus nächster Nähe, was ich meine. Das klappt wunderbar. Überall, wo der Dreck jetzt war, lässt er sich wirklich sehr, sehr einfach und gut abwischen. Hier nochmal aus nächster Nähe. Ich wische erst einmal so ein bisschen großflächig rüber und ihr könnt es hier zum Beispiel schon sehen, ohne festes Aufdrücken wische ich es einfach rein. Manchmal kann es sein, dass man so ein bisschen vielleicht noch mit dem Finger überwischen muss, aber auch dann ist es wirklich weg. Also kein schweres Polieren oder Schrubben mehr, einfach ganz normal rüberwischen und sauber wird die Motorhaube. Das klappt wirklich wunderbar. Probiert es selber mal aus, schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr für Tricks habt gegen Fliegendreck am Fahrzeug oder toten Insekten, Insektendreck, wie man es jetzt auch nennen mag. Mit der Methode hier, muss ich sagen, klappt das wirklich schon ganz gut. Übrigens auch hier im Bereich über dem Kennzeichen an der Stoßstange, das kennt jeder von euch, da sieht es meistens besonders schlimm aus. Und hier sieht es jetzt wirklich richtig schön aus, alles weg, ohne schwere Schruppen, einfach nur rüberwischen und die ganzen abgestorbenen Insekten sind einfach weg. Ja, wie ihr gesehen habt, klappt das wunderbar. Einfach nur noch rüberwischen, nachdem die Insekten so richtig schön eingeweicht sind oder aufgeweicht worden von einem nassen Bettlaken. Dann könnt ihr sie, wie gesagt, leicht runterwischen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!